Herzlich willkommen, liebe Freunde, heute mit ein paar entscheidenden Denkanstößen oder Impulsen für den letzten Monat im Jahr, für den Monat Dezember und natürlich für den Jahresstart, für den Januar im neuen Jahr. Ja, insbesondere dieses Video für alle, die noch Ziele haben im alten Jahr, für alle, die noch auf die nächste Stufe, auf den nächsten Rang laufen und die im Dezember noch etwas erreichen wollen. Ja, erfahrungsgemäß oder naturgemäß ist es natürlich so, der ein oder andere hat, so habe ich mir das sagen lassen, seine Ziele schon, ja, begraben, beerdigt oder abgeschrieben für das alte Jahr. Weil was will man im letzten Monat schon noch erreichen? Der eine oder andere kämpft aber noch, der ein oder andere ist noch fokussiert, der ein oder andere ist noch dran. Insbesondere für die zweite Gruppe, zu der hoffentlich du auch zählst, mal folgende Gedanken oder folgende Ideen. Der Dezember ist natürlich genauso ein Monat wie jeder andere auch. Vertrieblich gesehen ist er aber immer auch so ein bisschen, ja, also ein spannender Monat, in dem sich wieder mal zeigt, für wen das Glas halb voll ist oder für wen es halb leer ist. Das ist ja immer so, aber insbesondere im Dezember erreichen mich natürlich immer Rückmeldungen von Networkern, die dann sagen, naja, Mensch, Tobi, und jetzt ist Anfang Dezember und jetzt kommen die Weihnachtstage. Und naja, wenn ich jetzt einlade oder wenn ich jetzt Calls mache, ich kriege dann öfter zu hören, ja, es passt gerade bei mir nicht, ich muss noch Weihnachtsgeschenke kaufen oder ich habe viel zu tun und so weiter und so fort. Ja, das kriegen insbesondere die zu hören, die es auch verdient haben. Was bedeutet das? Die Schlacht wird wieder mal hier zwischen diesen beiden Dingen gewonnen, also zwischen den Ohren, weil entscheidend ist letzten Endes nicht, ob die Leute dir einen Termin geben können oder wollen, sondern entscheidend ist, ob du diesen Termin haben willst. Entscheidend ist, ob du sozusagen die Strahlkraft, die Passion, die Leidenschaft und natürlich auch die Dringlichkeit nach außen kommunizierst, dass eben dieser Termin dieses Jahr unbedingt noch sein muss. Warum? Weil es gar nicht anders sein kann, weil die Information zu wichtig ist, um sie noch ins neue Jahr mit rüberzunehmen, weil die Info, die du hast, unter Umständen life-changing ist und deswegen sofort transportiert werden muss, weil eben die ganze Sache keinen Aufschub mehr duldet. Merkst du gerade was? Ja? Der eine sagt, die Leute können nicht und der andere sagt, ich kann nicht die Informationen mit ins nächste Jahr rübernehmen. Und ich hoffe, dass du zu denjenigen auch gehörst, weil dann kann und wird der Dezember für dich noch ein gigantischer Monat werden. Denn auch im Dezember, und das ist wichtig, gilt das Pareto-Prinzip. Und Pareto-Prinzip ist im Prinzip nichts anderes, verdeutlicht, dass tatsächlich auch im Dezember in der ersten Hälfte des Monats, und da spreche ich von dieser 80-prozentigen Hälfte, tatsächlich 20% des Monatsumsatzes erreicht oder erwirtschaftet werden. Und in den letzten 20% des Dezembermonats, ja, kommt es, und das ist so diese Last-Day-Mentality, die wir eh alle sowieso haben, auch in den anderen Monaten. Aber insbesondere im Dezember, wenn es noch darum geht, Ziele zu erreichen, Ränge zu erreichen und so weiter und so fort, greift die natürlich umso stärker. Es ist möglich, und das sage ich euch aus eigener Erfahrung, in den letzten 20% des Monats 80% des möglichen oder des Gesamtumsatzes auch mit dem Team im Dezember zu erreichen. Aber nur, wenn ich das will und wenn ich mir dessen bewusst bin und wenn ich weiß, insbesondere zwischen den Tagen, also zwischen den Weihnachtstagen und Silvester, gibt es unheimlich viele Möglichkeiten, Spielräume und auch Chancen, Menschen zu erreichen, Menschen auf eine Präsentation zu bekommen, sich mit Menschen persönlich zu treffen, egal was ihr wollt, egal was ihr tut und macht an Aktivitäten, alles ist möglich. Also, denkt dran, in 20%
der Zeit ist 80% des Umsatzes nicht nur möglich, machbar, sondern wird definitiv von denen generiert werden, die das auch so wollen. Für das neue Jahr oder für den Start im neuen Jahr 2022 ist es wichtig, wenn ihr ein Team habt, wenn ihr eine Organisation habt, insbesondere jetzt die Planungsgespräche zu führen, die Strategiegespräche zu führen, eure eigene Planung zu machen. Aus meiner Sicht reicht es nicht aus, die Planung, so wie das bei vielen üblich ist, dann am Silvestervormittag zu machen, nach dem Motto so, da lasse ich mal Revue passieren und da habe ich dann ein bisschen Zeit. Aus meiner Sicht gehört die Planung vor Weihnachten gemacht, zumindest das große Konzept. Und die kann gerne am 30. oder am 31. nochmal feingeschliffen werden oder optimiert werden, damit es dann, wann losgeht, es geht nicht erst am 1. Januar los, sondern es geht schon im alten Jahr los. Das ist einfach auch wichtig, weil für die meisten ist es dann so, dass sie am 6. starten nach Heilige Drei Könige, am 15. kriechen sie dann alle aus ihren, mit dicken Bäuchen aus ihren Löchern, sage ich jetzt einfach mal so hemdsärmlich, und dann ist natürlich schon, fast der erste Monat vom neuen Jahr vorbei, und das wollen wir natürlich nicht, wir wollen ja keine wertvolle Zeit verschwenden. Also, deine Planung gehört jetzt gemacht. Wenn deine Planung steht, nimm alle Leute aus deinem Team, Führungskräfte aus deiner Organisation, Partner mit dazu. Sprecht über deren Pläne. Schau dann, inwieweit deren Pläne mit deiner Planung konkurrieren, vereinbar sind, damit du letzten Endes auch weißt, ob das, was du planst, realistisch ist oder nicht. Und im Zweifel, wenn die Teamleistung nicht zu dem passt, was du planst, gilt es natürlich wie immer, neue direkte Strukturen zu gewinnen und neu aufzubauen. Ja, also alles, was nicht vom bestehenden Team kommt, kommt vom Team, was heute noch nicht da ist, aber in der nächsten Zeit relativ schnell gewonnen werden kann. In diesem Sinne, liebe Freunde, ich wünsche euch mit diesem Bewusstsein einen mega-mäßigen Jahresendspurt, einen mega-mäßigen Dezember und natürlich am Start erkennt man die Sieger, einen mega coolen und energetischen Start ins Jahr 2022. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, ja, drückt mal ein Like, schreibt mir eure Meinung gern dazu, Kanalabo nicht vergessen und wir sehen uns in Kürze, euer Rekrutier. Ciao, ciao.